Hallo zusammen. In dem Tutorial werde ich den Aufbau der Fassade von Sauerbruch und Hatten für das KfW-Gebäude in Frankfurt erklären. Die ehemalige Projektzuordnung ist die Nummer 4. Ich habe es jetzt hier auf die 3 gesetzt, weil es in der Komplexität des Projektes und in der Logik der vorgestellten Bausteine hier am besten gepasst hat. Wir werden also sehen, wie wir mit einem einzigen Modul und einem Multishader, das ist ein Material, das verschiedene Farben oder verschiedene Texturen auf Klone verteilen kann. Wir sehen das ja hier, diese Farbverteilung. Wir werden also diese Kombination, ein einziges Modul, Multishader für die Farbzuweisung kennenlernen und können uns auch nochmal die Thematik eines Biegedeformers für die Krümmung der Fassade anschauen. Das ist hier in dem Bild noch nicht mit eingerechnet. Ich habe auch mal zwei Testergebnisse des Modells reinkopiert in das Vorlage-Visualisierungsdokument mit den Settings, die ich auf dem Server zur Verfügung gestellt habe. Und hier ist lediglich die Texturierung vorgenommen worden, ein Setting ausgewählt und mal die Innen- und Außendarstellung schon mal getestet. Also mir geht es mit diesen Tests einfach darum, wie leistungsfähig oder inwieweit die Settings nochmal angepasst werden müssen, damit Sie die komplikationsfrei verwenden können. Gut, schauen wir uns als nächstes das Projekt im Cinema 4D an. Hier sieht man wieder, dass diese Objekte komplett die Datei aus der Vorlagedatei ist. Ich blende also hier jedes Mal nur dieses Klon-Raum-Modul aus. Teilweise ziehe ich mir Texturen von da direkt runter, deswegen lasse ich das ganz gern da einfach nochmal ausgeschaltet in der Szene. Und das hier sind die 4 Objekte, mit denen die gesamte Fassade erstellt wurde. Wenn wir die jetzt mal aufschlüsseln, dann sehen wir, es gibt einen Kloner für die Decken. Ich bewege mich jetzt mal hier ein Stückchen zurück. So. Und schalte den Kloner mal aus und auch den Kloner für das Fensterelement aus. Und da sehen wir, es gibt so eine Art, das auch aus, damit Sie freie Sicht haben. So, wir sehen also, es gibt so eine Art Raummodul, das ich angelegt habe, das mit diesem Kloner einfach übereinander gestapelt wird. Und es gibt ein Fenstermodul, das eine Achsbreite, die ich rausgesucht habe, enthält, eine Art Wand. Also irgend so eine Fensterpanelwand und dort diese Kastenkonstruktion. Das Beste ist, man sucht sich für so eine Recherche, das kann man ja nicht so ohne weiteres aus einer Außendarstellung des Gebäudes ablesen, wie das jetzt hier wirklich aufgebaut ist. Man sucht also gezielt nach Plandaten, die teilweise veröffentlicht sind. Meistens findet man da nicht die Maße, weil die einfach sehr klein sind in diesen Bildern. Das Beste wäre natürlich, man würde eine Detail besitzen, also die Zeitschrift oder ein Account zu dieser Online-Ausgabe und könnte da dann nachgucken. Ich habe mir jetzt einfach mit einer Festlegung von Rastermaßen beholfen. Das werde ich dann gleich benennen. Das Wichtige, weswegen ich das jetzt hier so ausdehne, ist, es ist immer gut, wenn man sowas nachvollziehen will,
Bilder aus der Bauphase zu suchen, also wo jetzt Fassaden montiert werden, wo also der Kran Elemente an die Fassade hebt, man teilweise die Fassade unverglast sieht. Das hilft einfach, um das Verständnis eines solchen Moduls zu erleichtern. So, wir sehen, dass hier auf diesem Modul ein Element existiert, wo eine Farbe zugewiesen ist. Das ist die hier. Wir sehen auch, das gibt nur hier dieses eine rötliche Material. Und hier können wir dann schon mal draufklicken und sehen, da ist ein Multishader zugewiesen. Und was der genau macht, wie der genau funktioniert, werde ich dann bei dem jetzt folgenden Schritt für Schritt heranarbeiten an das Endergebnis aufzeigen. Starten wir also mit einer neuen Datei und erzeugen uns als erstes eine Ebene. Die wird wieder in den Z-Modus, in die Z-Richtung geschaltet und die soll breit sein, 1,25 Meter. Die Höhe soll sein 3,53. Das basiert auf dem Achsmaß 3,55 und wir lassen also oben und unten zu dem jeweils angrenzenden Geschoss 1 cm Fuge und das ergibt dann eben diese 3,53. Die Unterteilung ist 1 und 1. Und damit können wir also auch schon diese Ebene in ein Polygonobjekt umwandeln. Als nächstes werde ich die Achse des Polygons ganz nach unten setzen. Ich rufe mir also das Achsenzentrieren-Werkzeug auf, schiebe diesen Regler auf minus 100%, sage ausführen und werde jetzt diesen Wert auf 0,01 Zentimeter setzen. Ausführen. So. Damit haben wir erstmal unser Basiselement in der Achsbreite 1,25 erzeugt. Wir haben es für das Achsraster 3,55 in der Höhe angelegt und oben und unten 1 cm ja, Montagefuge, Schattenfuge eingerichtet, ja, indem wir das jetzt hier 1 cm nach oben gesetzt haben und 3,53 hochgemacht haben. Wie geht es weiter? Wir werden als nächstes dieses Element mit einer Tiefe versehen und vorher eine Öffnung da reinschneiden. Wir kennen das Innenextrudieren. Das wählen wir an, sagen, der Abstand soll sein 6 cm bis zum Rand und sagen, neu transformieren. Jetzt gibt es bei diesem Fensterelement allerdings unten einen Bereich und oben einen Bereich, der als Wand fungiert. Demzufolge werden wir jetzt hier die Kante selektieren und diese Kante im Weltkoordinatensystem auf 45 cm verschieben. Dieses Maßsystem habe ich mir also auf Basis der gefundenen Detaildarstellungen ausgedacht, sage ich mal so. Man kann das natürlich, wenn man da ganz weitreichende Ambitionen hat, das auch entsprechend abfragen bei den Planern oder wie gesagt, so weit Literaturrecherche betreiben, dass man die Maße exakt rausbekommt. Ich habe den Wert für diese obere Kante im Weltkoordinatensystem auf
2,80 festgelegt und damit haben wir hier unsere definierte Öffnung. Jetzt werde ich dieses Element aus diesem Polygon herauslösen. Rechte Maustaste, abtrennen. Abtrennen erzeugt ein neues Polygonobjekt, nämlich genau das, was aktiv war. In dem Polygonobjekt, aus dem es abgetrennt wurde, bleibt es vorhanden und ich gehe mit der Maus wieder drüber und drücke die Entferntaste. Ich lösche das also. Ja, das neue Element wird immer unten drunter gelegt. Hier sage ich schon mal Fenster. Innen. So, das kann ich mal ausblenden. Schalte mal das Ground Shading mit Linien ein. Leg vielleicht auch mal eine Textur schon mal drauf, dass man einfach das etwas besser erkennen kann. Jetzt wollen wir dieses Element extrudieren. Und bevor wir zum Extrusionswerkzeug greifen, werde ich aber gleich noch das Fenster auch noch mal nach innen extrudieren. So, nehme ich denselben Wert, neu transformieren und hier werde ich das jetzt wieder abtrennen. Rechte Maustaste, abtrennen. Das nenne ich Glas. Und das wird der Rahmen. Hier muss ich natürlich wieder das noch aktive Polygon in dem Objekt Rahmen löschen. Jetzt kann man, damit man das Glas auch als Glas erkennt, ich kann hier das so ein, wenn ich es aktiviere, das Polygonobjekt unter Basis so einen X-Ray-Effekt zuweisen. Man sieht also jetzt, theoretisch kann man da jetzt leicht durchgucken. Man nimmt das mit Grau auf Grau allerdings nicht besonders gut wahr. So, wir haben also alle Elemente jetzt erstmal in der Fläche erzeugt. Wir haben die Wand, das Fenster. Ich schiebe das hier mal ein Stück zur Seite, damit Sie das sehen. Und innen das Glas. Jetzt kann ich zum Extrudieren greifen. Also ich extrudiere die Wand. Im Polygonmodus sage ich alle Polygone aktivieren. Das kann ich jetzt, wenn ich die Wand angeklickt habe, wenn ich das Polygon ausgewählt habe, mich mit der Maus hier drinne befinde, kann ich sagen Command A. Alle Polygone des aktiven Objekts sind aktiv und ich gehe rechte Maustaste extrudieren. Klicke als erstes mal an, ich möchte eine Deckfläche haben, damit nicht nur die Randkanten extrudiert werden, sondern tatsächlich auch ein Deckel wieder drauf ist. Und der Offset soll 15 cm sein. Neu transformieren. Okay, da ist unsere Tiefe. Das Fenster, Command A, soll auch extrudiert werden. Ich klicke hier wieder drauf und die Tiefe soll sein auch 0,6. Okay. Und als letztes versetze ich jetzt einfach noch diese Glasscheibe als gesamtes Objekt. Da klicke ich jetzt also hier den Modellbearbeiten-Modus an, habe die Glasscheibe angeklickt und werde den Z-Wert auf 0,03 setzen, also in die Mitte dieses Fensters. Das ist ein anderes Arbeiten, als Sie das von Archicad gewohnt sind. Es erzeugt eine sehr vereinfachte Geometrie, die oft für solche Außendarstellung, selbst für die Innendarstellung, reicht das hier für unsere Tests schon aus. Es ist schon
eigentlich eine sehr hohe Detaillierung. Man hätte auch die Tiefe dieses Fensters vielleicht für so eine Erstvisualisierung, wenn es darum geht, einfach mal so ein Konzept vorzustellen, kann man das natürlich auch weglassen. Da geht es ja einfach um das Verhältnis von geschlossenen und offenen Wandflächen. Da muss man eigentlich noch gar nicht so mit den Rahmenstärken und sowas genau operieren. Aber ich wollte es mal aufzeigen, damit Sie sehen, wie leicht sowas geht, sowas zu definieren. Wenn sowas im Nachgang geändert werden müsste, wähle ich hier alle Polygonobjekte an, könnte hier zum Beispiel in den Punktmodus gehen, ziehe mir hier einen Rahmen über alles drüber und kann jetzt dieses Fenster natürlich auch über die selektierten Punkte verzerren. Ja, dasselbe geht natürlich auch in der anderen Achse. Okay, da sind wir auch schon gleich fertig. Wir werden nämlich jetzt aus dieser Wand im nächsten Schritt diesen vorgesetzten Kasten der Doppelfassade extrudieren. Ich aktiviere also jetzt hier die Kante, die Kante und die auch. Und wähle wieder das Extrudieren-Werkzeug. In dem Fall ist der Offset ein halber Meter, also 0,5. Ups, ja. Was war das? Wir haben hier einen Winkel für die Kante definiert, der sagt 0 Grad. Damit wird also diese Kante nach innen extrudiert. Wir probieren jetzt hier mal aus, 90 Grad einzutragen. Enter und erhalten das gewünschte Ergebnis. So, wir werden diese Kante jetzt gleich nochmal extrudieren, nämlich um 0,3. Das muss ich jetzt nicht verstehen. Markante Winkel. Ich mache mal 0. Mal gucken, was jetzt passiert. Ja, okay. Ist ausprobiert worden jetzt von mir hier. Also die Logik erschließt sich mir jetzt auch noch nicht. Man hätte jetzt, wenn man da Schwierigkeiten mit hat, hätte man auch mit gedrückter. Also die Kanten sind aktiv. Ich habe vielleicht einfach den Verschiebezeiger an. Mit gedrückter Control-Taste kann ich hier auch frei diese Kante raus extrudieren. Sehe, die Maßzahlen könnte jetzt hier bei, wenn ich das schaffe, bei 30 genau einrasten. Aber das gelingt mir jetzt nicht ganz richtig, dann müsste ich es irgendwo absetzen und hier unten ein bisschen rechnen und diesen Wert einrichten. So, jetzt habe ich mich hier ganz schön zurückgeworfen, neu transformieren. Okay, jetzt ist es so, dass diese Kante, diese hier, die sitzt in dieser Fassade zurück. Wir haben also so eine Art Sägezahnmotiv und jetzt möchte ich diese Kante aber nicht da einfach dahin schieben, sondern ich möchte Ihnen eine Funktion zeigen, die oft Anwendung findet im Polygon-Modeling, nämlich ich wähle zwei Punkte aus, prüfe nochmal, okay, habe ich auch wirklich nur die beiden, rechte Maustaste, Punkte verschmelzen. Hier wird jetzt der Mittelpunkt der aktiven Punkte vorgeschlagen und sagt, willst du den als neuen gemeinsamen Punkt haben? Ich sage nein. Ich bewege mich also mit der Maus hierhin, klick und habe jetzt hier aus dem Viereck ein Dreieck gemacht. Dasselbe Rechteck,
da unten nochmal. Ja, ich kann mir also hier immer das letzte Werkzeug wieder rausholen oder einfach die Leerschlagtaste drücken. Dann lande ich auch beim letzten Werkzeug und verschmelze auch diese beiden Punkte. Jetzt ist es noch so, dass in der Draufsicht betrachtet, diese Kante im 90-Grad-Winkel zu der Kante steht. Hier habe ich jetzt nicht so passgenau recherchiert, wie ob es da eine Funktion gibt, dass man das im 90-Grad-Winkel snappen kann. Ich mache jetzt hier Folgendes. Ich blende mir wieder das Weltraster ein und versetze jetzt über diese Funktion Snapping. Ich mache es nochmal langsam. Ich habe also hier unter diesen Magneten befinden sich die Snapping-Tools. Das heißt, ich gehe mit der Maus mal hier drauf, auf den oberen Rand. Damit wird das zu einer schwebenden Palette. Und ich kann hier sagen, Snapping aktivieren. Was möchte ich snappen? Ich möchte auf der Arbeitsebene die Rasterpunkte snappen. Und wenn wir einzoomen, geht es also immer einen Schritt tiefer in der Detaillierung und ich möchte jetzt hier diesen Punkt mal um 10 cm nach drüben schieben, also nach rechts. Ups, das waren jetzt, so, machen wir es mal so. So, hier sind die 10 cm. Okay. Das ist ungefähr der rechte Winkel, habe ich so festgelegt für mich. Man wird es nicht genauer sehen. Es geht auch hier ja nicht um eine Baukonstruktionsplanung, sondern es geht um eine Erstvisualisierung eines solchen Projektes. Und da ist das hinreichend genau. Wir können das Snapping oder müssen das Snapping sinnvollerweise wieder ausschalten. Auch das Fenster kann ich zumachen. Und jetzt geht es weiter. Der nächste Schritt ist, wenn ich das mal anzeigen lasse im Standard-Shading, dann verschluckt mir das Programm diese Kante. Das liegt daran, dass dieses Wandobjekt natürlich hier auch ein Glätten-Tag hat, was jetzt einfach annimmt, dass die Kante rund sein soll mit schlechter Polygonunterteilung, also sehr, sehr grob, und dann versucht er das zu verrunden. Ja, er stellt also diese Kante nicht mehr dar. Und dieses Tag, das lösche ich einfach. Wir haben hier eine rein geometrische, eine rein, ja, flächige Geometrie, so dass wir hier scharfe Kanten an solchen Stellen haben wollen und nicht so eine Pseudo-Verklettung. Gut, der nächste Schritt ist, dass wir die Seiten dieses Wand- oder dieses Vorsatzkastens rauslöschen. Das heißt, diese Seite aktiviere ich, lösche, und diese Seite, die hebe ich nochmal auf. Die sollte ich, obwohl doch, die kann ich auch löschen. Zack, so, ist das schon mal weg. Was uns jetzt noch fehlt, ist die Vorderseite. Ich habe dies jetzt hier großzügig weggelöscht, weil ich einmal dabei war. Ich hatte mich entschieden, hier mit dem Kantenwerkzeug, rechte Maustaste, Brücke von hier oben nach hier unten ein neues Polygon zu ziehen und dieses neue Polygon wieder im Polygonmodus werde ich jetzt noch mal nach innen extrudieren. Die 6 cm können wir gleich lassen. Fertig. Und auch diese Fläche muss ich jetzt wieder abtrennen. Wer mehr mit Cinema 4D machen möchte, dem empfehle ich,
das Plugin Perfect Split. Das erzeugt nämlich in einem Aufwasch diese ganze Thematik abtrennen. Ich muss es im Original noch löschen und das Perfect Split übernimmt quasi diese mehreren Arbeitsschritte und erzeugt hier so ein neues Objekt. Das liegt dann in dem Fall oben drüber. Ich kann das mal ausblenden. Zack. Ja, Sie sehen, der Rest ist rausgelöscht und mein neues Objekt hat auch gleich den Nullpunkt. Ah, das hat er gelassen. Okay. Für alle anderen, die das jetzt natürlich nicht installieren wollen, die Arbeitsschritte, wie man das abtrennt, habe ich ja jetzt schon zweimal erklärt gehabt. Gut, der einzige Nachteil sei erwähnt, es verhunzt die Namen. Es setzt hier immer so einen Punkt Split hinten dran und schneidet Namensbezeichnungen weg. Das ist das Einzige, was ein bisschen unschön ist. In dem Fall muss ich das ja sowieso Glas nennen. Glas Doppel Fassade. So. Okay. Auch hier könnte man ja wieder das Glas mit diesem X-Ray-Effekt darstellen. Jetzt sieht man den auch. Der X-Ray-Effekt ist kein Material. Ja, das ist wirklich nur hier ein für die Bearbeitung im Viewport, also in diesem Vorschaufenster. Nur hier sieht man diese Transparenz. Okay, das war das. Das Wandelement haben wir. Jetzt müssen wir noch einen letzten Arbeitsschritt machen, nämlich dieses Element abtrennen. Auch hier möchte ich nochmal das. Na, ich mache mal lieber den alten Weg. So, ich sage abtrennen und löschet hiermit, bewege mich also mit der Maus am besten gar nicht weg, lösche das erstmal und beschrifte jetzt hier dieses Element Wand farbig. So, da kann ich mal das Material runternehmen. Okay, jetzt haben wir also rein von der Geometrie ist unser Fassadenmodul jetzt fertig. Stecken wir das mal in den Kloner. Und dafür verpacken wir diese Elemente vorher in ein Nullobjekt. Ja, das Nullobjekt ist so eine Art Schachtel, ein Container, den wir dann dem Kloner unterordnen. Also zuerst hier ein Nullobjekt erzeugt, alles da rein. So. Okay. Und als zweites ein Kloner erzeugt und dieses Nullobjekt dem untergeordnet. Sie kennen schon das Phänomen, was dann passiert. Drei Klone werden erzeugt im Abstand von 50 Zentimetern. Wir hatten gesagt, 3,55 ist das Achsmaß. Und tja, wie kriege ich denn jetzt die Klone in die andere Achse? Natürlich könnte ich jetzt wieder einen Kloner in den Kloner stecken und sagen, okay, der eine Kloner klont nach oben und dann stecke ich das Ding nochmal in den Kloner und der klont in die andere Richtung. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, ich nutze anstatt dem Linear-Modus den Gittermodus. So, der Gittermodus kommt standardmäßig mit 333 im Abstand von 2x2x2 Meter an. Jetzt haben wir hier die besondere Situation. Wir haben erstmal die eine Achse, nämlich die Z-Achse, kriegt nur ein Modul. Das nächste ist, dass ich von der Logik hier jetzt ausrechnen müsste,
Wie viel Klone ergeben wie viel Gesamtmeter? Das ist etwas mühsam. Ja. So, ich müsste mir das also jetzt erstmal hinrechnen und dann auch entscheiden, wie viel Klone will ich überhaupt zeigen. Wenn ich dann feststelle, oh, ich hätte gerne noch mehr, dann müsste ich das wieder ändern. Das ist ein bisschen umständlich. Seit der Version 18 gibt es Gott sei Dank dieses pro Schritt als Modus. Und hier kann ich jetzt den Abstand zwischen den Klonen definieren. Und der ist bei uns 1,25 in die X-Richtung und in Y 3,55. So, damit ist einmal der Abstand definiert und jetzt kann ich so viele Objekte erzeugen, wie ich benötige. Das ist also eine andere Logik und wesentlich leichter und smarter zu handeln. Okay, dann wollen wir jetzt mal an der Stelle, weil jetzt geht es darum, einfach sich das mal zu materialisieren, damit man schon mal einen ersten Eindruck bekommt, weil wir gucken jetzt momentan, der Kloner schluckt ja auch diesen X-Ray-Effekt weg. Wir gucken jetzt einfach auf so eine geschlossene Fassade drauf. Ich kopiere mir jetzt das Element, so wie es da ist, in das Vorlage-Visualisierungsdokument Command C und in die offene Datei Außensetting Demo einfügen. So, hier mache ich immer das Raummodul erstmal nur aus, auch den Kloner aus. Löschen kann ich das später. Jetzt klappe ich hier mal mein Objekt auf und weise ein paar Texturen zu, nämlich Glas für innen und Glas für außen. Lösche mal das zweite Material, sehe dann schon, okay, Fassade wird jetzt durchsichtig. Hier sollte ich jetzt vielleicht den Schatten, der hier als erweitertes OpenGL mir angezeigt wird, ausschalten. Das bringt mir jetzt gar nicht so viel. Und vielleicht als Modus auch ein konstantes Shading Linien erstmal wählen. So. Weiter geht's. Fenster Innenrahmen. Da nehme ich einfach mal dieses Material und für die Wand verwende ich einfach mal dieses Verputzmaterial. Das ist vielleicht gar nicht so klug, denn hier, das ist sehr weiß und die Fassade ist ja außen gar nicht so weiß. Das lösche ich mal wieder. Ich belasse es erstmal hier bei diesem Grauton. Schauen wir mal, wie das gerendert aussieht. Da können wir immer noch was anpassen. So, das zweite, was wir jetzt als großes Thema nach dem Modeling im Tutorial uns angucken wollen, ist die Funktionsweise dieses Multishaders. Und den erzeugt man sich wie folgt. Man legt ein neues Material an. Ich nenne das gleich, benenne das gleich ordentlich. Fassade. Farbe Multishader. So. Und im Farbkanal weise ich
der Textur aus MoGraph den Multishader zu. Ja, wir haben also ja schon verschiedene Bestandteile kennengelernt. Wir haben schon mal gesehen Bildlagen, wir haben mit Noise und Farbverlauf schon gearbeitet. Unter Effekten gibt es solche Geschichten wie Wellenformen, Oberflächen kann man hier Wasser und Wolken, Karomuster und Holzstrukturen erzeugen. Sie sehen also diese Optionen hier erweitern den Funktionsumfang der Materialien erheblich und eben unter der Option MoGraph gibt es den Multishader. Was macht der? Ich muss hier auf dieses Icon mit dieser weißen Farbe klicken und sehe jetzt, dass hier erstmal nur ein Platzhalter erzeugt wurde. Ja, hier steht Shader, Textur, ja, was ist es? Man weiß es nicht so genau. Ich sage hier oben einfach mal hinzufügen und sehe, da kommt dasselbe nochmal. Und also, ich mache mal drei Stück fürs Erste und jetzt klicke ich nochmal hier drauf, schau mir an, da taucht dasselbe nochmal auf. Ich kann also jetzt hier eine Farbe definieren. Mit dem Pfeil verlasse ich diese Einstellung wieder und auch eine Farbe für den nächsten Bereich. Farbe. Und ich nehme jetzt hier mal so tatsächlich so Nuancierungen von Rot. Und dann gibt es so komplementär dazu noch so eine Art Grüntöne. Das sind so ganz, ganz dreckige, abgetönte Grüntöne. Da muss man einfach sich nochmal tatsächlich die Bilder angucken. Man findet dazu eigentlich ganz gute Informationen. Das soll mal reichen an der Stelle. Ich hatte für das Bild, was wir anfangs gesehen haben, ich glaube 5 oder 6 solche Farben festgelegt. Der nächste Schritt ist, den Multishader unsere Fassade und damit den Farbflächen zuzuweisen. Und das funktioniert so, man zieht das Multishader-Material auf das Klonobjekt. Dabei ist wichtig, dass die Wand, die den Multishader abbekommen soll, selbst keine Farbe hat. Also die hat kein Material. Und ganz wichtig, das Multishader-Material liegt auf dem Klonobjekt. Passiert ist jetzt hier noch nichts. Ja, wir haben das zwar da drauf liegen, aber wir sehen da keine Auswirkungen. Das nächste, was wir tun, ist, dass wir uns mal einen Zufallseffektor erzeugen. Zufall. Und diesen auch dem Kloner zuweisen. Ja, ich gehe hier auf Effektoren und ziehe den da rein. Was soll der machen? Der soll auf keinen Fall irgendwie die Objekte verschieben, skalieren oder drehen, sondern er soll den Farbmodus anwenden. Der ist standardmäßig beim Zufallseffektor auf ausgeschaltet und den kann ich anschalten. Und siehe da, das Multishader-Material entfaltet seine Wirkung. Und zwar verwendet er jetzt zufällig zugewiesene Werte für diese Farbzuordnung.
Das bedeutet, ich kann auf Effektor gehen und hier diesen Startwert manipulieren und damit wird der Zufallsalgorithmus neu angeschoben und die Objekte werden neu verteilt. Die Objekte selbst werden natürlich nicht verteilt, sondern nur die Farben. Jetzt erschöpft sich das natürlich relativ schnell, sprich eine gezielte Steuerung, das heißt eine Festlegung, ob jetzt eine Farbe mehr als eine andere Farbe erscheint. Ich werde das mal hier, damit man das deutlicher sieht, den Himmel ausblenden und auch wieder die Achsen ausblenden. So. Vielleicht sogar noch Constant Shading. Nochmal eine Zusammenfassung. Der Zufallseffektor, den wir hier auf den Modus Farbmodus angeschaltet haben, damit steht er im Zusammenhang mit dem Multishader, das wir dem Klonobjekt zugewiesen haben. Dieser Zufallseffektor wird lediglich zufällig Farben verteilen, aber nicht prozentual gewichten. Sprich, ich kann nicht festlegen, weiß soll ganz wenig sein, aber orange ganz, ganz viel. Das geht damit nicht. Demzufolge zeige ich noch ein anderes Verfahren, nämlich über unseren bekannten Shader-Effektor. Wir weisen also dem Klonobjekt auch den Shader-Effektor zu, schalten den Zufallseffektor aus und geben dem Shader-Effektor eine Shading-Information. Auch hier benutze ich wieder das Noise. Also in 90% aller Fälle teilen sich der Farbverlauf und das Noise, die Anwendung im Shader-Effektor. Auch hier ist unter Parametern auszuschalten die Skalierung und der Farbmodus ist hier automatisch schon an. Und trotzdem werden mir jetzt hier die Farben nicht angezeigt. Der Hintergrund ist der Mischmodus für die Shading-Informationen, die hier eingemischt werden, der ist auf voreingestellt gestellt und das wandeln wir mal um in Addieren. Und jetzt sehen wir das gewünschte Ergebnis. Wenn ich jetzt wieder ins Shading gehe, auf den Shader klicke, kann ich jetzt über den Regler für das Clipping oben und unten die Verteilung der Schwarz- und Weiß-Werte sowie der Grau-Werte regeln. Ich kann sagen, es gibt mehr Schwarz und mehr Weiß, weniger Grau. Das heißt, er wird die Farbwerte, die in der Mitte liegen in dem Multishader, die wird er tendenziell weglassen. Ja, wenn ich den Kontrast also ganz hoch setze, gibt es quasi nur die Ausgangsfarbe und jetzt mischt da allmählich einzelne Elemente bei. Das heißt, die Möglichkeiten jetzt hier die Ausprägung der Fassade zu definieren, sind viel, viel höher. Ja, ich kann hier wirklich sehr differenziert bestimmte Strukturen, bestimmte Farbstrukturen festlegen. Ich kann auch diesen Noise Shader mit einem Verlauf vermischen. Das ist jetzt so ein bisschen advanced. Wer jetzt das überspringen will, kann das gerne tun. Für diejenigen, die tiefer einsteigen wollen, sei das mal gezeigt. Man kann wie in ein Bildbearbeitungsprogramm
diese Information, diese schwarz-weiße Information in eine Ebene umwandeln. Ich klicke jetzt hier drauf, sehe, der Noise ist jetzt ein Layer und lege hier über den Klick auf Shader, Farbverlauf, ein zweites Layer fest. Und hier will ich mal das Schwarz in die Mitte und ein Weißes wieder an den Rand setzen. Wir sehen, die Wirkung wäre jetzt diese. Und jetzt kann ich diese Layer untereinander mischen. Ich kann also jetzt hier die Deckkraft ändern oder auch den Modus, wie wir das aus einem Bildbearbeitungsprogramm, zum Beispiel Photoshop, kennen. Kann ich das jetzt ineinander kopieren oder multiplizieren und damit natürlich die Wirkung auf die Fassade nochmal stärker individualisiert ausprägen. Also diese Möglichkeiten mit ebenenbasierten, mit geschichteten Bildinformationen oder Shaderinformationen zu arbeiten, das ist dann wirklich professionellst und lässt dann wirklich keine Wünsche mehr offen. Natürlich kann ich auch ein Pixelbild reinladen, wenn jetzt der Künstler gewisse, der vielleicht für die für die Farbgestaltung mit herangezogen wird, wenn der jetzt bestimmte Informationen liefert, die man hier drin verwerten kann, könnte man natürlich auch das als Art Schablone dort hineinladen. Okay. Dann fehlt uns für die Bearbeitung, für das Finish noch die Decke und ein paar Wandscheiben, die wir hinten dran klonen. Und das werde ich jetzt im letzten Bearbeitungsschritt erzeugen. Und dafür beginne ich mit einem Würfel, den ich 6 Meter tief mache, 0,3 in der Höhe und 22,5 in der Länge. Dieser Würfel muss verschoben werden nach unten. Er soll quasi hier beginnen und natürlich mit der Vorderkante an unserer Fassade anschließen. Die Werte dafür sind ein Versatz in Z von 3,15 und der Y-Wert muss 9 sein. Minus 9. Diesen Würfel packen wir uns dann in einen Kloner. Vorher werden wir diesen Kloner aber noch an dieselbe Position wie den Würfel setzen. Das machen wir, indem wir unter Werkzeug Objekte anordnen, übernehmen, als Funktion wählen. Übernehmen will jetzt dieser Kloner die Koordinaten von dem Würfel. Wir ziehen den Würfel also hier in dieses Feld übernehmen von, drücken neu transformieren und sehen, dass der Kloner und der Würfel jetzt dieselben Koordinaten haben. Dann können wir den Würfel dem Kloner unterordnen und unser Achsmaß für die Y-Achse, die 3,55, hier eintragen. Entschuldigung, das kommt natürlich hier rein. 3,55. So. Ich schalte den Kloner mal wieder aus, mache dann den Würfel zu einem Grundobjekt, zack, mache das nochmal rückgängig,
denn vorher werde ich hier eine Segmentierung von 3 Segmenten einstellen. Sie werden gleich sehen, warum. Jetzt mache ich diesen Würfel zu einem Polygonobjekt und wähle jetzt diese Kanten. Nehmen wir das richtige Werkzeug, die Live-Selektion, Kanten. Und jetzt wähle ich sowohl diese Kanten als auch die Rückseite hier als, na, als Kante aus und extrudiere diese. Die Funktion Kante extrudieren rufen wir uns am besten mit dem rechten, der rechten Maustaste auf, sagen hier extrudieren, tragen hier 3,25 für den Offset ein. Das ergibt sich aus den 3,55 für die Geschosshöhe minus der Deckenstärke von 30 cm macht 3,25. Ich drücke einfach auf Neu transformieren und sehe, dass das Ergebnis nicht das ist, was ich mir erwarte. Ich kann jetzt das mal analysieren und sehe, okay, die einen Kanten werden nach unten extrudiert. Das kriege ich noch problemlos hin. Aber diese Kanten werden jetzt komischerweise in die Horizontale extrudiert. Jetzt kann ich das natürlich in 2 Arbeitsschritten machen, aber ich habe hier ein bisschen rumprobiert. Das hat mich alles etwas verwundert, warum das so passiert. Deswegen mache ich hier einfach mal Steuerung Z, mache das rückgängig und werde Ihnen jetzt nochmal einen Trick zeigen, der in vielen Anwendungsfällen funktioniert. Ich wähle also wieder die Funktion Extrudieren, werde jetzt aber anstatt dem Ziel-Offset 0 eintragen. Neu transformieren. Das bedeutet, die Kanten sind jetzt in derselben Position nochmal entstanden, also es ist extrudiert, aber mit der Höhe 0. Und jetzt trage ich hier für die Koordinaten dieser aktiven Kanten plus 3,25 ein. Enter. Und damit erhalte ich das gewünschte Ergebnis. Diese Lösungsstrategie ist tatsächlich, lässt sich tatsächlich auf eine ganze Reihe von Anwendungsfällen gut anwenden, sollte man mal im Hinterkopf behalten für diejenigen, die mehr in Zukunft mal mit dem Programm machen wollen. Okay, ich wähle jetzt hier noch die Deckenoberflächen aus, da kann man ein eigenes Material drauf tun. Ich nehme hier mal den Beton und werde das Mapping von UVW in Quadermapping ändern, damit die Kachelung sich besser einstellen lässt. Und zwar will ich in U das auch dreimal kacheln. So, ja, das heißt, hier habe ich jetzt so eine leichte Struktur und den Rest dieser Wände möchte ich weiß haben. Ich lege also den Verputz da oben drauf zunächst, sehe dann aber, wenn ich das tue, das Material liegt zuletzt, überdeckt es alles andere, was davor liegt, lege ich das Material zuerst, werden die Elemente, die keine Selektion und kein über die Selektion zugewiesenes Material haben, mit diesem zuvorderst liegenden Material ausgestattet. Klonen wir also dieses Wanddeckenelement mehrfach nach oben und können jetzt hier auch noch eine oben drauf packen, so, damit so ein Abschluss gemacht ist. Hier ist jetzt natürlich die Frage, wann höre ich damit auf? Es geht ja uns um einen Ausschnitt. So. Fertig. Das ist tatsächlich die Struktur, die wir uns jetzt hier aufgebaut haben. Jetzt können wir noch ein Testrendering machen
und schauen, was sich hier visuell ergibt. Ich werde dazu die Lichtquelle des physikalischen Himmels mal etwas drehen. So. Und kriege dadurch diese Seiten schön angeleuchtet. Ich zoome auch noch ein Stückchen ein. Jawohl. Und schau mal, welches Setting vorausgewählt ist. Hier ist das Final-Setting. Ich wechsle mal in das Preview-Setting. Was ich jetzt nicht gemacht habe, ist, ich bin nicht in die Außenkamera gegangen. Das sollte man eigentlich tun, weil wir hier die physikalischen Werte eingetragen haben, also die ISO und Blendenwerte. Jetzt sehe ich, die Außenkamera liegt da hinten. Also das werde ich noch mal ändern. Ich wechsle also hier in die Außenkamera, drehe mich noch mal rum und so. Okay. Außenkamera nochmal aktivieren, schauen, okay, die stürzenden Linien kriege ich weg, wenn ich hier eine 0 für den Winkel eingebe und jetzt lasse ich das mal in der Preview hier berechnen. So, nach knapp einer Minute ist die erste Preview fertig. Wie schon bei allen anderen Projekten auch gesagt, dieser Grizzle-Effekt ist diesem wahnsinnig stark optimierten Preview-Setting geschuldet. Wenn Sie das Final-Setting wählen, ist der natürlich weg. Dafür rendert das Bild dann ein bisschen länger. Wir sollten jetzt nochmal überlegen, ob diese Darstellung schon gut so ist. Was mir jetzt auffällt, ist, dass das Glas erst seine Wirkung hier hinten in dem Bereich entfaltet. Hier hat man fast das Gefühl, es gibt überhaupt kein Glas. Das liegt daran, dass für die Transparenz ein sogenannter Fresnel-Wert, ein Fresnel-Shader definiert ist. Das bedeutet, dass wir, wenn wir relativ frontal auf das Glas gucken, das Glas extrem durchsichtig ist und in den Randbereichen es seine eigentliche Materialität erst erfährt. Und diesen Fresnel-Shader kann ich jetzt etwas reduzieren, indem ich die Mischstärke hier etwas zurückfahre. Sie sehen, wenn ich das tue, wird also auch dieser Bereich, der frontal betrachtet wird, mehr spiegeln, ja, jetzt noch mehr, aber wenn man das mal hier so auf paar und 50 einstellt, sollte jetzt diese Fassade in dem Bereich auch mehr einen Glaseffekt aufweisen. Das zweite, was mir aufgefallen war, war, dass die Dominanz des Oranges in den Farbflächen mir eher etwas ungünstig vorkam. Das liegt sicherlich daran, dass wir hier immer noch den Farbverlauf drüber gelegt haben. Den blende ich jetzt einfach mal aus. Also ich bin hier auf das Shading gegangen, klicke hier auf diese Vignette von dem Shader und kann dann die Ebenen in der Unterstruktur, die wir vorhin angelegt haben oder auch nicht, kann den jetzt hier deaktivieren. Zudem werde ich jetzt doch nochmal die Werte für die Alpha-Stärke anklicken und das Addieren anklicken. Das Ergebnis, ich habe jetzt hier mal das Setting umgestellt, damit das noch schneller geht, sollte also sein, Rot ist rot, Orange ist orange und das Weiß ist dieses
grün. Das kann sein, dass das durchs Licht einfach stark überstrahlt wird. So, damit haben wir also unser Ergebnis, wie wir es wollten, erzielt. Und man kann sich jetzt aus den verschiedenen Settings, die ich hier angelegt habe, zum Beispiel das Sketch and Toon auswählen. Und das rendere ich jetzt mal in Vollgröße, sage allerdings Bild mal nicht speichern. Hier ist jetzt kein GI, also Global Illumination gewählt, sondern ein ganz normales Raytracing eben mit diesen Linien. Und ich habe deswegen das im Bildmanager gerechnet, damit Sie sehen, dass diese Linien ein gutes Mittelmaß an Stärke haben. Ich könnte also auch die Linienstärke noch reduzieren, dann wären die einfach noch feiner. Oder man experimentiert noch mit der Linienfarbe. Ich habe ja hier auch ein Grau gewählt anstatt einem Schwarz. Okay, ich bin fertig mit diesem Tutorial. Knapp eine Stunde hat es gedauert, dieses komplett zu erstellen. Der Rest liegt in Ihren Händen, daraus jetzt die gewünschten Darstellungen abzuleiten.